Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einer neuen Show bei Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal waren wir beim Superhelden-Set. Das war mega cool und heute haben wir wieder mal das Cowgirl-Set vor uns und eventuell den Cowgirl-Funkli. Und das wird mega spannend, spaßig und aufregend. Ich würde sagen, rein in die gute Stube, in das Set, das Cowgirl in der Dämmerung. Ich bin schon gespannt, was davon zukommt. Okay, keine Sequenz. Schön, wieder dieses coole Kostüm zu haben. Wer hat denn hier die Schienen verlegt? Einfach durch die Häuser gebrettert. Oh nö, nicht schon wieder eine Chase-Sequenz. Da kann ich so viel vermasseln. Weg mit dir. Okay, ich muss nur springen und... Oh, okay, never mind. Ich dachte, ich muss nur springen und das Teil werfen. Hab's. Okay, das war Nummer 1. Das werden wir noch sehen. Hilfe! Okay, den haben wir. Das war auch Stern Nummer 2, gut. Tschüss, mein treues Ross. Du hast mir gute Dienste erleistet. Oh. Darf ich da runter? Nein. Hätte ja sein können. Ich dachte, ich kann es vielleicht wegziehen. Wie's? Hilfe! Kenne schon Waggons wegen mir ab. Ich habe das schon gesehen, während wir gequatscht haben, dass hier was ist. Okay. Ach, mehr nicht? Dann haben wir nur 3 Sterne hier. Hallöchen. Aua. Tschüss. Das sehe ich anders. Oh,
Auch wenn das ein bisschen brutal war. Boah, die Cowboy-Musik, die ist aber auch irre geil, ne? Warte mal. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich bin extra runtergesprungen, damit wir die Fässer nochmal haben. Genau das ist der Mist. Wollte ich das Pferd extra treffen? Nochmal runterspringen. So, hab diesmal erwischt. Scheiß doch, da ich ein paar Leben verloren habe. Guck mal, ich kriege ja sogar direkt eins zurück. Okay, damit haben wir schon mal die Sterne. Danke. Weiß ich auch nicht. Aber mein treues Ross auch nicht. So, was genau... Was genau ist mein Ziel jetzt gerade hier? Ach so, einfach Fässer werfen. Danke für dein Rat. Ich glaube, ich muss ihn gegen die Felsen rammen lassen, oder? Vielleicht nicht, wenn ich gerade wenig Leben habe. Naja, es kostet ja eh nur 10 Münzen. So, wieder in der Sequenz. Hat mich schon mal für gleich aus dem Bild gepackt. Ich muss nur ausweichen. So, mit höchster Wahrscheinlichkeit können wir jetzt dann auch direkt den Funkeli retten. So, damit dürfte ich dann jetzt wohl zu dem Funkeli und ihn retten gehen. Dann gucken wir uns doch mal eben kurz die Kaugeschleife an. Naja, finde ich jetzt nicht so schön. So. Die Frage ist, wollen wir jetzt sofort den Funkeli retten? Ich wäre eigentlich dafür, dass das auch einzelne Videos wären mit dem Funkeli, dass das beim letzten Mal wirklich einmalig ist, dass das ein Zusatzvideo ist. Damit wir auch ein bisschen länger was von dem Projekt haben. Weil wenn ich das noch mit hinten dran schmeiße, dann kommt mir halt so ein bisschen gerusht vor, das Spiel. Deswegen, beim nächsten Mal holen wir uns den Funkeli, der ganz unten auf uns wartet. Dann werden wir beim nächsten Mal hingehen und ihn retten. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit der heutigen Show. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.